Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit meiner Bundesliga-Vorschau zum 22. Spieltag. Am letzten Spieltag hat der Meisterschaftskampf leider wieder ein wenig an Spannung verloren, aber der Abstiegskampf, der bleibt weiterhin richtig spannend. Dementsprechend würde ich auch sagen, wir starten direkt rein und schauen uns hier mal die Partien des 22. Spieltags an. Freitagabend 20:30, das erste Spiel. RB Leipzig trifft auf den 1. FC Köln. Und dabei handelt es sich um ein richtiges Topspiel. Sechster, die Kölner gegen den 7. RB Leipzig. Da kann man wirklich sagen, das könnte ein richtig interessantes Spiel werden. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist noch nicht hundertprozentig klar, ob Steffen Baumgart wieder an der Seitenlinie stehen darf oder wieder von zu Hause coachen muss. Sein Ziel soll es aber wohl sein, wieder an der Seitenlinie zu stehen. Und für beide Mannschaften geht es hier um Platz 4. Denn der Gewinner dieses Freitagsspiels bleibt zumindest mal für eine Nacht auf Platz 4. Und das wäre natürlich gerade für die Kölner schon eine Hausnummer. Klar ist aber auch, dass man bei Leipzig unter Tedesco wirklich eine Steigerung gesehen hat. Die Mannschaft spielt deutlich verbessert. Und sie sind somit auch wieder eine Kraft im deutschen Fußball. Und somit ist hier natürlich Leipzig schon vor dem Spiel, würde ich sagen, ein leichter Favorit. Ich denke, wir werden hier ein richtig interessantes Spiel sehen, wo es am Ende aber vielleicht ein bisschen klarer wird, als es jetzt die Tabellenplätze aussagen. Für mich ist das hier ein 3:1 für RB Leipzig. Aber ich glaube schon, dass die Kölner auch ein gutes Spiel zeigen werden. Kommen wir dann zum ersten Samstagsspiel. Der VfL Bochum trifft auf den FC Bayern München. Da kann die Fanfreundschaft auf jeden Fall aufleben. Auch in dieser Woche gab es wieder viel Wirbel beim FC Bayern. Manuel Neuer wurde operiert, fällt jetzt für eine Weile aus. Somit fehlt er natürlich auch im Spiel gegen den VfL Bochum. Dann noch der Wechsel von Niklas Süle zu Borussia Dortmund. Also Ruhe kommt bei den Bayern aktuell nicht ein. Dennoch werden sich die Bochum aber auch mit Grauen an das letzte Spiel in der Hinrunde erinnern. 7:0 ging das am Ende für die Bayern aus. Der bisher höchste Sieg unter Julian Nagelsmann. Ich denke also nicht, dass die Bayern sich hier die Blöße geben werden. Tabellarisch haben sie mittlerweile wieder 9 Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Alles läuft also, wie es soll. Und ich glaube nicht, dass der VfL Bochum da ganz viel dran ändern kann. Mein Tipp dementsprechend hier ein 4:0 für den FC Bayern München. Kommen wir jetzt zu einem aus meiner Sicht sehr, sehr interessanten Spiel. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Hierbei handelt es sich tatsächlich auch um meinen Geheimtipp des Spieltags. Ich denke, das wird ein richtig interessantes Spiel. Am letzten Spieltag konnten die Wolfsburger endlich mal wieder gewinnen. 4:1 am Ende gegen Greuther Fürth. Ganz, ganz wichtiger Sieg für die Wölfe und natürlich auch für Trainer Kohfeldt. Auf der anderen Seite die Frankfurter mit einem 3:2 Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Nicht hundertprozentig souverän, am Ende sind es aber 3 Punkte. Und somit trennt diese beiden Mannschaften tabellarisch gerade einmal 3 Plätze. Das könnte wirklich ein cooles Spiel werden, vor allem weil ich glaube, dass beide Mannschaften wirklich guten Fußball spielen können. Ein ganz, ganz wichtiger Mann für die Wolfsburger könnte in diesem Spiel Max Kruse werden. Der traf nämlich in den letzten 3 Spielen gegen Eintracht Frankfurt jeweils ins Tor. Ich finde das Spiel hier wirklich unfassbar schwer zu tippen, denn man möchte die Wolfsburger so ein bisschen schlechter, denke ich, einschätzen, als sie eigentlich sind, dadurch, dass sie jetzt so lange nicht gewonnen hatten, bis jetzt zum Spiel gegen den Tabellenletzten eben. Aber ich sehe bei Wolfsburg wirklich Ansätze, dass sie guten Fußball spielen können. Dementsprechend muss ich tatsächlich sagen, dass ich hier ein relativ ausgeglichenes Spiel sehe. Und das spiegelt sich jetzt auch wieder natürlich in meinem Tipp. Mein Tipp für das Spiel hier am Ende ein 2:2. Ich glaube einfach, dass das wirklich ein sehr, sehr intensives und ausgeglichenes Spiel wird. Kommen wir jetzt aber von einem ausgeglichenen Spiel zu einem anderen. Greuther Fürth gegen Hertha BSC. Abstiegskampf steht hier an. Denn werfen wir hier einen Blick auf die Tabelle, sehen wir, wir haben ja den 18. gegen den 14. Das ist Abstiegskampf. Für die Fürther spricht, dass sie relativ heimstark sind, soweit man das sagen kann für den Tabellen 18. Die letzten 4 Spiele haben sie aber zu Hause nicht verloren und dabei auch nur ein Gegentor kassiert. Die Hauptstädter wiederum, die haben nur ein Tor geschossen in den letzten 4 Auswärtsspielen. Also, die Spielstätte könnte hier Einfluss nehmen. Klar ist, beide Mannschaften sind hier eigentlich zum Siegen verdammt. Sowohl die Fürther als auch die Herthaner müssen hier eigentlich punkten. Ich meine, Fürth ist abgeschlagen letzter. Die brauchen jetzt Punkte. Aber auch Hertha muss aufpassen, wenn sie gegen Fürth tatsächlich Punkte liegen lassen sollten, könnte es für sie auch noch ein Stück nach unten gehen. Ich habe aber schon gesagt, wir gehen von einem knappen und umkämpften Spiel zu einem anderen. Dementsprechend mein Tipp in diesem Spiel hier, wieder ein Unentschieden, ein 1:1. Ich glaube einfach, dass beide Mannschaften hier ein Ergebnis holen werden, was beiden nicht wirklich weiterhilft. Und das ist für mich das 1:1 hier. Und auch das nächste Spiel ist hier ein absoluter Abstiegskrimi. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg.
Dass die Gladbacher hier stehen werden, das hätte man vor der Saison vermutlich nicht für möglich gehalten. Aber am letzten Spieltag gab es nur ein 1:1 gegen Arminia Bielefeld. Klar, die Bielefelder sind auch nicht so schlecht, aber für die Gladbacher Ansprüche ist das schon ein bisschen zu wenig. Die Augsburger wiederum haben den wichtigen 2:0 Erfolg eingefahren gegen Union Berlin. Tabellarisch sieht die Situation für beide Mannschaften aber nicht überragend aus. Hier spielt immerhin der 13. mit Gladbach gegen den 16. aus Augsburg. Die beiden Mannschaften trennen aber halt gerade mal ein einziger Punkt. Also, hier geht es für beide Mannschaften um richtig viel. Für die Gladbacher läuft es hier wirklich überhaupt nicht. Sie spielen aktuell die schlechteste Saison seit 11 Jahren. Man muss wirklich sagen, bei Gladbach, da funktioniert aktuell wirklich nicht viel. Und bei den Augsburgern wartet man so ein bisschen darauf, dass dieser Kader, der eigentlich schon relativ gut ist, so langsam also richtig ins Laufen kommt. Denn ich denke schon, dass dieser Kader Qualität hat und auf Dauer eigentlich nicht unbedingt gegen den Abstieg spielen muss. Ich denke aber durchaus, dass wir hier ein sehr, sehr spannendes und enges Spiel erleben werden. Beide Mannschaften müssen im Hinterkopf haben, es geht hier um den Abstieg. Und das haben die Gladbacher vielleicht in den letzten Jahren nicht so häufig gehabt. Ich glaube, dass der Augsburg einen Vorteil haben kann, weil sie das einfach schon ein bisschen gewohnter sind. Und tatsächlich glaube ich, dass das hier ein enges Spiel wird. Aber ich sehe die Augsburger hier durchaus in der Position, wo ich sage, eventuell kann hier was gehen. Dennoch mein Tipp hier am Ende, ein 1:1. Unentschieden. Mal wieder das dritte in Folge. Kommen wir dann jetzt wieder zu etwas erfreulicheren Tabellensituationen. Der SC Freiburg trifft auf Mainz 05, 5. gegen 10. Klingt wie ein relativ großer Abstand. Punktetechnisch sind das 3 Punkte. Heißt also, gewinnen die Mainzer dieses Spiel, wären sie punktgleich mit den Freiburgern. Wiederum gewinnen die Freiburger, hätten sie immerhin 6 Punkte Vorsprung vor den Mainzern. Und hier treffen wohl die 2 besten Defensiven der Liga aufeinander. Die Mainzer in 8 Spielen ohne Gegentor geblieben, Bestwert der Bundesliga, die Freiburger mit 7, geteilter 2. Platz mit den Bayern. Also wir dürfen hier vermutlich nicht ganz so viele Tore erwarten. Man muss aber sagen, dass es bei den Freiburgern nicht hundertprozentig rund läuft. Die sind 2022 in der Bundesliga immer noch ohne Sieg. Sie kriegen es einfach irgendwie nicht mehr ganz so hin, so griffig zu sein. Klar ist aber auch, sie stehen tabellarisch immer noch unfassbar gut da und wir wissen, welche Qualität eine Mannschaft von Christian Streich hat. Bei dem Spiel war ich mir wirklich unfassbar unsicher, was ich hier tippen soll. Freiburg und Mainz sind für mich so 2 Mannschaften, die ich nicht so ganz greifen kann, wo ihr Leistungspotenzial ist. Das ist in jedem Spiel mal so ein bisschen anders. Es ist so ein bisschen so ein Auf und Ab, mal so. Formtechnisch sicherlich aktuell die Mainzer vielleicht ein bisschen besser. Auch historisch gesehen in den letzten Spielen die Mainzer ein bisschen erfolgreicher gewesen gegen die Freiburger. Aber ich glaube, dass Freiburg jetzt so ein bisschen diesen Bounceback kriegt und so ein bisschen zurückkommt. Mein Tipp deswegen ein 2:1 für den SC Freiburg. Hier kann ich mir aber auch vorstellen, dass es 1:1 ausgeht oder 2:1 für Mainz. Viel höher glaube ich aber nicht, dass der Spielstand wird. Kommen wir jetzt zum Spiel am Samstagabend. Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Tabellarisch liegen da Welten dazwischen. Wir haben den 3. Bayer Leverkusen gegen den 17. den VfB Stuttgart. Und auch leistungstechnisch in den letzten Spielen gibt es da massive Unterschiede. Werfen wir nämlich mal einen Blick auf den letzten Spieltag, sehen wir die Leverkusener mit einem 5:2 Erfolg gegen Borussia Dortmund den 3. Platz zementiert und auch noch ein bisschen an die Dortmunder herangerückt. Wiederum die Stuttgarter mit einer 3:2 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Ja, die Stuttgarter kommen einfach nicht da unten weg. Und dass Bayer Leverkusen in dieser Situation natürlich ein sehr, sehr ungelegener Gegner ist, das brauche ich, glaube ich, keinem zu erzählen. Interessant ist auch, dass hier der 1. der Rückrundentabelle gegen den 3. der Rückrundentabelle spielt. Also, es sieht wirklich nicht gut aus für die Stuttgarter. Und ich glaube, die wenigsten im deutschen Fußball wollen, dass der VfB Stuttgart am Ende der Saison absteigt. Aber mit der aktuellen Form sieht es wirklich nicht gut aus. Es müssen dringend Siege her. Aber für mich persönlich ist Bayer Leverkusen einfach viel zu stark für die Stuttgarter aktuell. Leverkusen ist auf einer Erfolgswelle und ich glaube, sie werden sie weiter reiten. Am Ende mein Tipp hier, ein 3:0 für Leverkusen. Bei diesem Spiel handelt es sich im Übrigen auch um mein Lock der Woche. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Leverkusen in dieser Form dieses Spiel verliert. Kommen wir dann zum 1. Sonntagsspiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Beide Mannschaften mit Niederlagen am letzten Spieltag. Bei Union, muss ich sagen, hat es mich ein bisschen überrascht, dass sie gegen die Augsburger verloren haben. Am Ende, ja, haben die Augsburger das aber gut gemacht und sich den Sieg geholt. Bei Dortmund, wie gesagt, da habe ich ja in der letzten Prognose schon gesagt, dass ich glaube, dass Leverkusen das Ding gewinnt. Haben sie am Ende auch. Am Ende ein bisschen deutlicher, als ich es erwartet hätte. Aber, ja, Leverkusen spielt einfach richtig, richtig gut zurzeit. Dortmund wiederum, muss man sagen,
die haben ihre Probleme. Aber die Dortmunder wollen nächstes Jahr richtig angreifen, mit der Verpflichtung von Niklas Süle ein richtiges Brett gelandet. Und wenn man den Gerüchten glaubt, könnten da auch noch ein paar andere richtig gute Spieler nach Dortmund kommen. Das hat aber natürlich nicht unbedingt was mit dem jetzigen Spiel zu tun. Vielleicht hat der Transfer von Niklas Süle ein bisschen Kraft freigesetzt, aber das glaube ich jetzt mal eher nicht. Dementsprechend, das schieben wir mal hinten dran. Eine Sache, die man dabei vielleicht doch mitnehmen kann, ist die schlechte Defensive. 36 Gegentore in 21 Spielen hat der BVB schon kassiert. So schlecht waren sie zuletzt 2007 unter Thomas Doll. Wer den noch kennt, schreibt mal bitte Doll in die Kommentare. Alles in allem erwarte ich hier aber ein sehr, sehr enges Spiel. Ich denke zwar, Dortmund sollte der Favorit sein, aber das Spiel von Union Berlin und das Spiel von Borussia Dortmund, ich denke, das geht für Union Berlin gar nicht mal so schlecht aus, denn Borussia Dortmund hat ein Spiel, was sehr viel durch die Mitte geht, wo sie Platz brauchen, wo sie mit Speed kommen sollten. Und das gibt ihnen natürlich Union Berlin nicht. Die stehen hinten gut, solide, defensiv, machen das ganz, ganz stark und werden die Mitte komprimieren und zumachen. Und da wird Borussia Dortmund, denke ich, Probleme kriegen. Dennoch glaube ich aber, dass die individuelle Qualität von Dortmund so viel höher ist als die bei Union, dass ich schon denke, dass Dortmund irgendwie eine Lösung finden wird, zumindest ein paar Mal. Zu Null bleiben werden die Dortmunder meiner Meinung nach nicht. Dafür ist ihre Defensive einfach zu schlecht. Mein Tipp hier am Ende, ein knappes 2:1 für Borussia Dortmund. Würde mich aber auch nicht komplett wundern, wenn Dortmund sich von Union am Ende auskontern lässt. Kommen wir dann hier zum letzten Spiel des Spieltags. Die TSG Hoffenheim trifft auf Arminia Bielefeld. Die TSG Hoffenheim auf Platz 8 hier und Bielefeld auf der 15. Der Tabellenplatz der Bielefelder ist aber ein bisschen trügerisch. Die Arminen blieben seit 6 Spielen ungeschlagen. Mein Gott, klar, die haben jetzt zwar nicht jedes Spiel gewonnen, aber das ist natürlich für den 15. schon eine echt gute Statistik. Wiederum die Hoffenheimer verloren 4 Pflichtspiele zuletzt in Folge. Also bei denen läuft es aktuell nicht so richtig gut. Und ich glaube auch, dass das eins der Hauptprobleme bei den Hoffenheimern ist. Die haben immer so Phasen, wo sie richtig, richtig gut spielen und dann wieder so Phasen, wo sie gar nichts mehr hinkriegen. Und wenn sie das mal in den Griff kriegen würden, hätte man hier wirklich eine richtig gute Mannschaft. Bei dem Spiel habe ich aber das Gefühl, dass beide Serien hier reißen werden. Mein Tipp am Ende, ein 2:0 für die TSG aus Hoffenheim. Und damit war es das dann auch hier von meiner Vorschau zum 22. Spieltag der Bundesliga. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video dann ein Like da lassen könntet. Und wenn ihr Bock habt, schreibt auch gerne eure Prognosen in die Kommentare. Ich bin da auf jeden Fall immer gespannt, was ihr sagt. Und dann würde ich auch sagen, war es das mit dem Video. Lasst dem Kanal auch gerne noch ein Abo da, falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hier einfach wieder in der Fußballzentrale. Something I got it.